Hallo, willkommen und konnichiwa, meine kleinen Großmotherfucker, zu einem neuen Meinungsvideo. Und zwar, ich habe mir mit meinem Bruder gestern Resident Evil Death Island angeguckt. Oder wie man sagt, Resident Evil Death angeguckt. Der Film ist am 7.7.2023 erschienen in Japan und in ein paar anderen Ländern. Der Film wird in Deutschland, also Moment, 7.7.2023, Freitag erschienen. Der Film wird in Deutschland leider erst am 19. Oktober, war das? Ich glaube, das war 19. Oktober. Ich weiß jetzt nicht, welcher Tag das ist. Könnte ich einmal kurz nachgucken. Der Donnerstag. Ist ja passend. Erscheint hier in Deutschland, also 19.10. 2023, Donnerstag, und erscheint als DVD, Blu-ray, 4K, Blu-ray und Video, natürlich Video on Demand. Und ja, ich habe mir den Film vorher, also eigentlich vor dem Release, jetzt angeguckt, in Deutsch mit meinem Bruder. Und ja, was ich euch sagen kann, auf jeden Fall, mir hat der Film und mein Bruder hat den Film auch sehr, also gefallen. Ich würde jetzt nicht sagen, sehr gut gefallen. Wir fanden ihn gut. Das Positive, ein Positives, was ich euch am besten nicht sagen kann. Es kommt auf jeden Fall, ich kann euch das nicht zu hundertprozentig sagen, allerdings kann ich euch sagen, ja, es kommt ein Charakter oder eine Charaktere vor, die welche ich, welche nach meiner Meinung ich schon gesagt habe, meine Güte, wenn die oder der oder die oder der in einen CGI, also in einen richtigen, ja, CGI-Film kommt, naja, in den Realfilm von Paul Anderson kam der oder die vor, und ich dachte mir so, boah, geil, endlich kommt der Charakter oder die Charakterin dort vor. Und mir selbst auch gefallen, dass ich sehr oft, wenn, sag mal, was sie, wenn sie vorkam, ne, dachte ich mir so, boah, geil, endlich. Und ich war dann für ein paar Sekunden abgelenkt und ich dachte mir so, scheiße, ne. Ich habe mir, manchmal dachte ich mir so, ich habe was vom Film vergessen, also was überblendet. Allerdings habe ich das nachvollziehen können, also den Film zu 100%. Positiv fand ich, ja, die Geschichte war so solide, ne? Ich würde jetzt nicht sagen so gut. Eigentlich typisch Resident Evil mäßig. Nur die Geschichte war, ich würde sagen, geht so bis gut. Also Action war natürlich vollgeballert. Wie sonst was? Okay. Bei Resident Evil Vendetta gab es ja noch mehr Action. Dann gab es von den Waffen und von dem Detailgrad, von den Animationen fand ich wieder bahnbrechend. Allein schon von Resident Evil Degeneration und Resident Evil Degeneration war ja der erste Film, Resident Evil Domination der zweite, Resident Evil Vendetta ist ja der dritte, Resident Evil Infinite Darkness ist der, ja, ist die Serie bzw. der Film, ich sage einfach Film, weil die wollten, ne, weshalb auch immer, das als Serie machen, und ich finde, das hat nicht so ganz so 100% geklappt. Und Resident Evil Death Island ist jetzt der fünfte Film, und ich finde das echt schade, dass ich den Film nicht im Kino sehen konnte. Resident Evil Vendetta habe ich noch mit meinem Bruder im Kino gesehen. Wir sind extra nach Hamm gefahren mit dem Fahrrad und zurück. War das ein bisschen problematisch, weil er eigentlich den Weg wusste und ich habe gesagt, nein, das ist hundertprozentig nicht der Weg. Nun ja, ich schweife ab. Was ich auf jeden Fall noch cool fand, da wo das spielte, na okay, die sind dort schnell hingekommen. Einige Charaktere kamen zurück. Natürlich, die Hauptcharaktere sind dort, die welche bei den Filmen vorkamen, also bei den ersten vier Filmen. Und ja, vier Filme sage ich jetzt. Die Serie ist ein Film. Ist ein Film. Okay. Und die Waffendetailgrad fand ich wieder geil. Die mit den biologischen Waffen fand ich geil. Was am Ende kam,
Ja, fand ich auch nicht schlecht. Was natürlich noch sehr interessant für mich war, war halt, wie die das wieder neu interpretieren. Allerdings gab es da kaum Neues. Und ich fand das schon interessant, was ich auch erwartet habe, dass die Engine von den von Capcom, ich glaube, das ist sogar die RE-Engine, ne? Ich weiß es nicht zu 100%, allerdings fand ich das schon richtig geil. Und was ich euch noch sagen kann, wenn ihr euch Sony-Filme anguckt, so wie, ich glaube, Gran Turismo kommt auch von Sony. Mal schauen, wie viele Sony-Geräte und Sony-Sachen dort vorkommen. Bei Spider-Man No Way Home gab es ja schon Sony-Smartphones, TVs und. Was ich noch sagen kann, ja, für einen Film für 1 Minute 31 fand ich ein bisschen zu schnell erzählt. Und ich finde das immer gut, wenn man wenn man da sich ein bisschen Zeit lässt. Von der Action habe ich erzählt, ja, die ist wieder bahnbrechend und zerstörerisch und eigentlich total unrealistisch. Allerdings, sei es auch, ist halt Resident Evil. Ne? Allerdings zählt bei mir bei Resident Evil alleine der Horroranteil. Das hat man von ab Resident Evil 1 bis 2 gemacht. Bei Resident Evil 7, Biohazard und Resident Evil Outbreak und die anderen Teile, außer die, ja, die welche nicht so gut ankamen, die waren nicht natürlich so gut. Und was ich Negatives sagen kann, ja, dass die Geschichte eigentlich fast immer die gleiche ist. Dazu sage ich jetzt nicht, wenn ihr euch die anderen Filme angeguckt habt, wisst ihr eigentlich, worum es geht. Von der, ja, das hat die Geschichte, also der Film geht zu kurz für mich. Einige Sachen dachte ich mir so, hä? Wie kann die oder der das auf einmal? Und ja, von den biologischen Waffen, die fand ich nicht schlecht. Allerdings fand ich, dass die auch mehr sein könnten. Also mehr in, wie heißt es? Mehr, nicht nur mehr sein können, sondern auch sich mehr trauen können. Ne? Also es soll nicht immer das gleiche Konzept sein. Das haben die schon bei Star Wars. Die haben immer das gleiche Konzept behalten und das ist meistens nicht immer so gut. Und es ist auch sehr interessant zu sehen und sehr spannend, wie man das anders machen kann. Ne? Ich bin sehr gespannt, wie das bei Gran Turismo wird. Bei Gran Turismo wird auch eine Videospielverfilmung. Und ich glaube, da kommt noch was dazu von der Verfilmung, sage ich jetzt nicht. Und das war schon Dungeons and Dragons, habe ich noch nicht gesehen. Allerdings Resident Evil, Silent Hill, Doom fand ich jetzt nicht so gut. Alien vs. Predator, davon gab es, nee, davon gab es Comics vorher. Need for Speed, ja, fand ich auch gut. Was habe ich noch als Videospiel verfilmt? Weiß ich nicht. Super Mario Bros. Die erste Verfilmung war nicht so gut, allerdings finde ich die gut und die Neuverfilmung war ja super und so ist das halt mit den Videospielverfilmungen. Street Fighter gibt es auch noch, Mortal Kombat, Devil May Cry nicht, aber Dead or Alive, Devil May Cry gibt es als Serie. Ja, und ich finde das dann halt immer interessant, wenn man da was Neuartiges macht, ne? Und halt nicht immer das Gleiche. Mal schauen, wie The Legend of Zelda wird. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht mit Resident Evil und wie das auch mit dem Spiel weitergeht. Ich fand den Film auf jeden Fall gut für das, was es ist. Mein Bruder fand den auch gut und das war es eigentlich fast, ne? Ich werde mir den Film auch auf jeden Fall holen, nur halt werde ich ihn mir nicht direkt beim Release holen, weil der kostet 19,90 € und kommt im Oktober raus und da wollte ich ja zu Warner Bros., zu Movie Park. Und zwar hier habe ich Resident Evil, hoffentlich könnt ihr das so sehen. Oder doch? Ja. Resident Evil Degeneration für die PSP, die UMD HD. OMD-Video und hier sogar nochmal Resident Evil Degeneration als OMD-Video. Das habe ich mir sogar zuerst geholt. Kann ich mal kurz mal gucken.
Und zwar, jo, 2009. Da gab es doch auch irgendein. Wieso ist das? Ach so, das ist in Englisch. Früher war das cool mit den OMD-Videos, da hat man Spider-Man 1 bis. Nee, 2 bis 3, Resident Evil. Nee, 1 bis 3, sogar Resident Evil Apocalypse, Resident Evil 1, Final Fantasy Adventure Dream, Kung Fu Hustle, Terminator 3, 007, Casino Royale, Ghost Rider. Digital Knights, Black Hawk Down, Open Season, also Jagdfieber und Hellboy. Wo habe ich das gekauft? In London, ne? 11.12.2009, 13 Pfund, HMV Get Closer London, 142 Wardour Street. Ach, das war cool. Ich habe sogar den Kassenbon gehabt. Steht das da drauf? HMV Get Closer, ja. Dann hier noch ja, 2009, 6.12., 6.2. und hier 16. Oh, Moment, nochmal. Ah, sogar im gleichen Monat gekommen. Weil ich dachte, der Film kommt erst später in Deutschland raus. Und ich war ja schon in London, habe den Film gesehen und habe den direkt mitgenommen. Ne? Ja, dann habe ich hier noch. Resident Evil Degeneration als. Moment, ich habe da noch. Ich bin gerade wieder. Und zwar. Resident Evil Degeneration als Blu-ray. Und Resident Evil Degeneration als DVD. Die habe ich mir zuerst das dritte Mal gekauft. Also habe ich den Film eigentlich viermal. Warum habe ich ihn das dritte Mal gekauft? Und zwar, und warum ich das nicht verkaufe? Und zwar sind hier Extras drauf, welche auf der Blu-ray nicht drauf sind. Und Resident Evil Demolition. Und natürlich Resident Evil Vendetta. Davon habe ich ein Unboxing mal gemacht. 2017. Und natürlich zuletzt Resident Evil Infinite Darkness. Yeah. Ich kann ja mal kurz vorlesen, was bei Resident Evil Degeneration stand. Machen wir das bei der PSP, weil. Da steht ja das Gleiche drauf. Ne? So. Mit Non-Stop-Action und reichlich abgefahrenen Ideen liefert liefert Degeneration ein klassisches Resident Evil. Eine klassische Resident Evil Show. 7 Jahre nach der Tragödie von Raccoon City bringt ein Zombie-Angriff auf dem Flughafen von Hartwell, Hawa, Hey, wer will, keine Ahnung, den Spezialagenten Leon S. Kennedy und die furchtlose Claire Redfield wieder zusammen. Doch dieser Vorfall ist nur der Anfang einer lebensgefährlichen Jagd. Nach dem Terroristen Curtis, der in Raccoon City seine ganze Familie verloren hat und nun nach Rache sinnt, nur wenige Eingeweihte wissen, dass bei Will Farmer der G-Virus gelagert wird, der Menschen zum Monster macht. Curtis schafft es, in die Hochsicherheitszone einzudringen und sich dem Virus selbst zu injizieren. Können Claire und Leon den Amoklauf aufhalten, bevor sich die Geschichte wiederholt? Resident Evil. Das höchst erfolgreichste Multimillionenspiel und Filmfranchise findet nun eine spektakuläre CGI-animierte Fortsetzung im Spielfilmlänge. Das Science-Fiction-Highlight trumpft mit atemberaubender Action und bahnbrechender Visual-Effekte auf. Habe ich das geholt? 2019. Ui. Ich weiß nicht, wenn es da die normale Version gibt. Alle. Doch, es gibt Resident Evil Degeneration und Resident Evil Domination. Was ich noch zu Resident Evil
wie hieß der nochmal, der eine sagen kann, und zwar, dass einige Charaktermodelle nicht beibehalten wurden, zum Beispiel von Infinite, nee, von Vendetta und Infinite Darkness. Ja. Was ich sagen kann, ja, könnt ihr euch den Film angucken, wenn ihr eingefleischte Resident Evil, also so richtig Hardcore-Fan seid. Nee. Allerdings, die welche, die Resident Evil CGI-Filme mögen, schaut euch die an. Schaut euch den an. Und wenn ihr euch die Filme vorher nicht angeschaut habt, auch Infinite Darkness anschauen. Was ich euch noch sagen kann, von den Making-ofs, das wurde mit Schauspielern gedreht, also zuerst mit Motion Capture, und die haben dort was Eigenes erfunden, und das fand ich cool, dass sie das gemacht haben. Und ja, sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Wenn ihr die Reihe mögt, also die CGI-Reihe, schaut ihn euch an. Wenn ihr euch die nicht mögt, schaut ihn euch nicht an. Von den Trailers her kann ich gar nichts zu sagen. Und zwar habe ich den ersten Teaser gesehen, weil ich dachte, das wäre ein Fan-Made. Und ich sag, und ich so, oh mein Gott, sie, der ist da, oh mein Gott. Sie, also die beiden, ne? Und da dachte ich mir so, geil, ne? Und ja, das war es eigentlich zu meinem Video. Und da sage ich auf jeden Fall, vielen Dank, wenn ihr euch das angehört, angeguckt habt. Und ja, das andere sage ich jetzt nicht, das mag ich nicht, das mag ich schon seit Anfang nicht. Das zu sagen, alles klar. Tschüss, auf Wiedersehen und au revoir, meine kleinen Motherfucker, euer Sulu Casper. Schaut euch den Film an, wenn ihr mögt, wenn ihr nicht mögt. Ich hoffe, der kommt im Kino Oktober raus, was ich zwar nicht denke, weil es ein Release von der Blu-ray gibt. Naja, alles klar. Tschüss, auf Wiedersehen und au revoir, meine kleinen Motherfucker, euer Sulu Casper. Also, das nächste wird Gran Turismo sein. Und die letzte Fahrt der Dementa. Ich glaube, ich gucke mal noch, wie hieß der nochmal? Psycho Pass gucke ich mir auch noch an. Revenants und The Equalizer 3. Ich will mir auch noch Final Chapter. Ich will mir noch Doggy Style angucken, aber naja. Tschüss, auf Wiedersehen, auch meine kleinen Großmutter. Wir sind noch gestern. Tschüss.